Herzlich willkommen. Ich stelle euch kurz vor, Laila Younis El Amaire. Du bist angehende Juristin und unter anderem im Vorstand von Islam aktiv und dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und Islam ist eine Plattform, die der muslimischen Jugend eine Stimme verleihen möchte. Und ich habe nur, also auch schon vor längerer Zeit gelesen auf der Website, alles begann mit einem Wort. Herzlich willkommen. Dann möchte ich Breşkay Ferhat begrüßen. Du hast Anfang Februar 2015, also diesen Jahres, den ersten Bundeskongress der neuen deutschen Organisationen organisiert und auf die Beine gestellt. Der Bundeskongress lief unter dem Dach der neuen deutschen Medienmacher und ihr tretet ein für mehr Vielfalt in den Medien. Herzlich willkommen. Cihe Özyurt, es freut mich sehr, dass du da bist. Du bist Theaterpädagoge und musikalischer Leiter am Jugendtheaterbüro Berlin. Außerdem Aktivistin in unterschiedlichsten Bereichen, unter anderem in der Auseinandersetzung mit Kulturinstitutionen, was das bedeutet, werden wir dann später nochmal hören. Und du hast an einer Stelle gesagt, Bildung ist ein Dialog. Und darüber hinaus bist du auch, stimmt das noch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.? Okay, herzlich willkommen. Saraya Gomez, herzlich willkommen. Du bist Studienrätin und Lehrerin an der Ernst-Reuter-Oberschule, eine sogenannte Brennpunktschule, und bildungspolitische Aktivistin. Du hast unter anderem das King Code Projekt initiiert und begleitet. Das war ein Projekt zu Martin Luther King. Und warst auch tatsächlich, hast tatsächlich eine Projektwoche von With Wings in Roots auch an deine Schule gebracht. Herzlich willkommen. Ja, also die Ausgangsfrage des Abends ist ja, wie wollen wir Deutschland erzählen? Und ich frage mich, warum stellen wir eigentlich diese Frage? Und da muss doch sozusagen, ja, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Deshalb meine erste Frage an euch. Was habt ihr denn den Eindruck, was ist aus eurer Perspektive, aus eurer Praxis, aus eurem Aktivismus die größte Herausforderung, Deutschland zu erzählen, wenn wir in Deutschland leben? Ihr habt Mikros vor euch auf dem Tisch, ihr könnt zugreifen. Und was ist so gerade aktuell der Knackpunkt aus eurer Sicht? Ich würde jetzt einfach mal anfangen. So. Also für mich ist der Knackpunkt gerade, dass wir bestimmte Definitionen aufbrechen müssen, um erstmal in diese Erzählperspektive reinkommen zu können. Das ist etwas, was ich quasi öfters in meiner Arbeit bemerke, wenn ich halt vor Leuten sitze, die es total toll finden, was wir machen bei Islam, aber dann gleich mir bestimmte Wörter entgegenwerfen und so sagen, so ja, sag mal was zu Euro-Islam, so, oder behandelt ihr das auch? Und ich denke mir dann so, okay, Euro-Islam, was ist das eigentlich? Das sind lauter Definitionen, die von außen quasi irgendwie übergestülpt werden. Dann auch so, also wurde ich dann auch öfters schon gleich als liberale Muslima gelabelt, wo ich mich dann auch frage, okay, was ist denn eine liberale Muslima? So, und das ist dann immer so, und warum muss ich überhaupt aus der Perspektive jetzt eine bestimmte Sache betrachten? Das heißt, um erstmal überhaupt mich selbst oder meine Geschichte erzählen zu können, muss ich auch erstmal die Definitionsmacht über mich selber haben. Das heißt, mir keine fremden Begriffe aufstülpen lassen über meine angebliche Religion oder Identität, die ich halt habe. Also als zentrale große Herausforderung das Aufbrechen von zugeschriebenen Definitionen und das Neufinden von Selbstdefinitionen. Genau. Ja? Ja. Soll ich weitermachen? Ja, gerne, ich weiß jetzt sehr gerne. Nicht, ob es geplant war, so in der Reihe, aber ich mache einfach mal weiter. Ja, Herausforderung. Ich denke, ich kann da anschließen an das, was Leila auch gerade gesagt hat. Sie hat es jetzt im Kontext zum Islam gesagt, aber ich denke, wenn man den Islam da jetzt rausnehmen würde und wir würden einfach sagen, wir reden jetzt bei Menschen mit Migrationshintergrund, wie weit sie sich irgendwie tagtäglich
erklären müssen, dann sehen wir, was für Herausforderungen wir haben. Also ich glaube, das ist wirklich dann beliebig, welche Gruppe das dann auch immer ist. Und man kann auch sagen, Sinti und Roma, also es ist, glaube ich, ob es Flüchtlinge sind, ich glaube, es sind immer dann auch ein bisschen unterschiedliche Themen, die dann gerade durch eine mediale Landschaft gejagt werden. Und was wir versucht haben, so von den neuen deutschen Medienmachern, ist eben zu sagen, wir versuchen mal, das ist auch wie gesagt nur ein Beginn, zu dem, was Leila gerade gesagt hat, eben auch so Definitionen ja, praktisch mal zusammenzufassen. Wir haben so ein Glossar für Medienschaffende herausgebracht, wo wir versuchen, die unterschiedlichen ja, Begriffe zu definieren. Das war ganz lustig, ich habe das auch lange benutzt das Wort und habe gerade jetzt hier bei dem Vortrag von der Olga Gerstenberger, sagte sie, wie selbstverständlich, ja, und die Migranten oder in der migrantischen Community. Und mir war das so auch nicht bewusst, aber es ist natürlich klar, ein Migrant ist jemand, der tatsächlich eingewandert ist. Ich, die ich hier geboren bin oder andere, sind keine Migranten. Wir müssen halt dann überlegen, was für Wörter und was für Definitionen wir finden. Und insofern haben wir da, glaube ich, einfach eine Menge an Themen. Du hast eigentlich auch schon eine Strategie genannt, über die wir nachher auch nochmal detailliert sprechen können. Tatsächlich Handreichungen rausgeben, Definitionen neu schreiben, festhalten und auch eigentlich skizzieren, was daran kritikwürdig ist. Ja, und ja. Ich glaube auch ein bisschen, dass es mir auch einfach nur, als ich hier saß und wartete, dass es losging, habe ich hier gesessen und habe mir dann das Publikum angeguckt. Und dann dachte ich so ein bisschen, wir sind ja eigentlich unter uns. Also unter uns heißt jetzt, ich glaube, dass hier jeder jedem irgendwie halbwegs wohlgesonnen ist, dass wir, ich will jetzt nicht jedem auch da irgendjemandem zu nahe treten, aber vom Prinzip her denke ich, würde ich gerne heute Abend auch ins Gespräch kommen, vielleicht dann auch später mit dem Publikum, keine Ahnung, wie das geplant ist, wie wir rauskommen und das dann eben noch mehr an die Öffentlichkeit bringen und vielleicht einer Öffentlichkeit, die uns auch nicht so wohlgesonnen ist, aber dann da einfach mal gucken, was sind da Strategien, um das, was wir alle vermeintlich begriffen haben, einfach auch dann noch weiter rauszutragen. Und das würde ich spannend finden. Ja. Saraya, ich habe direkt eine Frage an Saraya. Du arbeitest im Bildungskontext, du bist bildungspolitische Aktivistin. Was ist für dich aus deiner Erfahrung die zentrale Herausforderung, Deutschland neu zu erzählen oder in der Frage, wie wollen wir Deutschland erzählen? Also ich würde mich natürlich persönlich Leila zum Beispiel anschließen. Im Bildungskontext ist es aber dann noch ein bisschen so, dass das so konservativ ist und eben aus der Geschichte, wie Bildungssystem in Deutschland funktioniert, ich oft gar nicht so die Möglichkeit habe, individuell zu sprechen und das da schon mal aufzubrechen, sondern dass ich überhaupt erst über die Gruppe gehen muss, damit irgendwie was sich bewegt und diesen Konflikt überhaupt erstmal klar zu machen und dass eben die, was nämlich eigentlich so das Thema ist, wir, also die LehrerInnen und die anderen, gerade an meiner Schule, wo sozusagen die SchülerInnen mit dem sogenannten mit der nicht deutschen Herkunftssprache vor allen Dingen sind, das aufzubrechen, dass eben nicht so gesprochen wird. Und da geht es schon fast gar nicht, also das wäre fast noch ein zweiter, dritter Schritt, dann zu sagen, dass auch diese Communities ganz individuell verschieden sind und so weiter und dass es da verschiedenste Perspektiven gibt, sondern erstmal überhaupt aufzubrechen, dass die über die reden, sozusagen. Das ist das ist schon sehr, sehr schwierig und es ist halt ein ganz klares Paradigma gesetzt, weiße SchülerInnen, am besten sogenannt bildungsnah, was auch immer das heißen mag, nämlich alle, die nicht mit dem weißen deutschen Bildungshintergrund sind, sind dann eben bildungsfern und diese ganzen Dinge aufzubrechen, das muss erst getan werden, um dann zu den anderen Dingen überhaupt zu kommen. Und ich glaube, das muss ganz vehement gemacht werden. Also inzwischen kann ich da auch nicht mehr so gut freundlich bleiben im Sinne von, dass ich erstmal 10.000 Mal erkläre,
dass die Menschen nicht, dass sie natürlich nicht diskriminieren und so, und dass ich nicht davon ausgehe, sondern ich glaube, da ist einfach an der Zeit im Bildungssystem einfach mal zu sagen, so Leute, das müsst ihr jetzt fressen. Vielen Dank. Also du hast ja auch nochmal die Perspektive hineingebracht von in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen bzw. Institutionen, also Kontext, Bildungssystem, Kontext, Medien. Du bewegst dich ja, Gia, im Kontext Kultur, Theater. Was siehst du da als große Herausforderung? Also sowohl in dem Bereich, aber auch gesamtgesellschaftlich finde ich so eine große Herausforderung, worüber wir jetzt eigentlich auch schon angefangen haben zu reden, aber das auch zu benennen als Rassismus, also über Rassismus zu sprechen, finde ich, ist eine große Herausforderung, weil viele Sachen durch Rassismus auch zu erklären sind, wie Rassismus funktioniert, strukturell, im Sprachgebrauch, persönlich und so weiter. Und darüber zu reden ist total, ist schon mal eine große Hürde. Wir haben jetzt auch zum Tag des internationalen Tag gegen Rassismus haben wir so Sticker gemacht, Name it Racism, die man so überall aufkleben kann, wo man Rassismus sieht, im öffentlichen Raum und so weiter, und haben dazu eine Performance, die wir eigentlich heute hier vorführen wollten, aber es hat aus Kapazitätsgründen nicht geklappt, so ein Riesenstempel, wo Name it Racism draufsteht, den wir sozusagen performativ abstempeln. Also über Rassismus zu sprechen, ist eine große Herausforderung. Und besonders was Kulturinstitutionen angeht, ist es halt schon so, dass bundesweit ja, die Führungspositionen fast ausschließlich weiß und männlich sind, fast ausschließlich. Die Ensembles sind sehr weiß und die Themen auch. So. Und da reinzukommen, ist schon auch eine Herausforderung. Okay, also das Benennen von Rassismus als zentrale Herausforderung. Ihr habt ja schon, also teilweise das schon angemerkt, und ich, weil Akim zum Beispiel auch gesagt hat, er möchte keinesfalls über irgendeine Gruppenidentität definiert werden oder angesprochen werden. Was bedeutet das denn, sich genau in diesem Spannungsfeld zu bewegen, zwischen einmal aus einer bestimmten Position und Perspektive heraus Kritik zu äußern, zu intervenieren, Lobbyarbeit zu machen, Kunst zu machen und zugleich auch genau dieses Label, das ja auch oft eine Fremdzuschreibung ist, möglicherweise individuell oder auch nicht abzulehnen oder eben nicht haben zu wollen? Vielleicht an dich, Breischka, weil ich das interessant finde, also eingehend, das sind ja die neuen deutschen Medienmacher, und es gab diesen Kongress und da haben rund 80 Organisationen teilgenommen, Organisationen, Initiativen, Vereine von die von Menschen der zweiten und dritten Einwanderergeneration initiiert wurden, und ich habe mir die so angeschaut und habe mich gefragt, so okay, was ist eigentlich neu daran? Ja, also es sind Initiativen und Organisationen, die seit Jahrzehnten aktiv sind. Was bedeutet es für dich, von neuen deutschen Medienmachern oder neuen deutschen Organisationen zu sprechen? Und was genau, wie hängt das zusammen auch mit Selbstbezeichnungen, mit Fremdzuschreibungen, mit dem Festnageln von Zugehörigkeit oder auch nicht? Das ist jetzt natürlich die schwierigste Frage. Also ich weiß, dass wir hatten ja auch unterschiedliche Workshops und Foren und Arbeitstische, und es war natürlich wer oder was sind neue Deutsche? Das war natürlich der Tisch, wo am meisten diskutiert worden ist. Also es gab auch Kritik, klar, an dem Begriff. Und also ich glaube, wenn wir jetzt da anfangen, wer oder was sind neue Deutsche, würden das auch eine andere Veranstaltung dann werden. Aber ja, glaube ich schon, das sind ganz andere. Gut, aber ich will jetzt hier das auch nicht sprengen. Aber die Organisationen, die wir eingeladen haben, also die neuen deutschen Medienmacher gibt es im Prinzip seit 2009, sind ein Netzwerk, also haben 200 Mitglieder und haben aber ein Netzwerk von 800 Aktiven, die hauptsächlich praktisch in den Medien unterwegs sind, aber eben, wie gesagt, nicht nur. Und irgendwann mal kam uns eben der Gedanke, es gibt ganz viele Organisationen, die so sind wie wir, die eben sagen, wir haben noch ein bisschen was zusätzlich. Wir sind halt nicht nur Medienmacher, sondern wir haben ein Plus dann irgendwie noch
dazu. Und ob es jetzt Juma ist, wo Laila ja auch aktiv ist, ob es so eine Institution ist wie Deutscher Soldat e.V., wo man dann erstmal, ich weiß nicht, wer die kennt, aber erstmal denkt man, oh Gott, was soll das denn sein? Aber tatsächlich ist es eine Organisation von Soldaten mit Migrationshintergrund, der Bundeswehr zusammengetan haben. Und das ist dann für mich eben auch eher eine neue deutsche Organisation. Aber bei unserem Kongress ging es uns hauptsächlich darum, diese zusammenzubringen. Da, also wie gesagt, so eine Art, es war eine Netzwerkveranstaltung, die wir da gemacht haben. Aber es war uns auch ganz, ganz wichtig, und das war eigentlich das Schöne an dem Kongress, dass wir auch von alten deutschen Organisationen, also sprich von den ganzen Migranten-Selbstorganisationen, auch ganz, ganz viele Teilnehmer hatten, um mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Und das Interessante war, dass die sich dann teilweise eben auch als eher neue Deutsche dann eben definieren, weil man, wir können ja nicht so tun, als ob wir jetzt gerade jetzt im Jahr 2015 loslegen. Es haben unsere Mütter, Väter, Großmütter, was weiß ich nicht, haben hier ganz, ganz lange in den unterschiedlichsten Funktionen auf kommunaler Ebene, in irgendwelchen türkischen Gemeinden, in irgendwelchen serbo-kroatischen Klöppelgruppen, ich weiß nicht, was es da alles gegeben hat, haben ja schon ganz viel Arbeit auch geleistet. Und das war uns aber auch immer ganz wichtig, da praktisch das gemeinsam zu machen. Und ich wollte gerne auch an das anschließen, was du gesagt hast, mit dem Ende ein bisschen. Du hast gesagt, wie ist das, wenn man so lobbymäßig unterwegs ist und das gleichzeitig aber auch erfährt. Ich finde, es ist so, und da muss ich mich manchmal auch bremsen, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Altersgeschichte, man kriegt so eine Ungeduld. Man denkt sich, es kann doch nicht wahr sein. Das geht das Ganze wieder von vorne los. Und ich glaube, umso älter man wird, und hier in Deutschland, ich bin hier geboren, gibt es halt immer wieder, ich erinnere mich an irgendwelche Diskussionen, als Theo van Gogh umgebracht worden ist. Dann kam, also es kommen immer wieder neue, in Anführungsstrichen, Säue, die einmal durch die Republik geherrscht werden. Und dann denkt man sich immer, das kann nicht wahr sein, dass dann immer wieder neu begonnen wird. Immer wieder fangen wir neu an und es gibt irgendwelche, was weiß ich nicht, kann man schon drauf warten. Wahrscheinlich sitzen sie in den Redaktionen und überlegen, wen sie jetzt einladen sollen. Das sind auch immer die gleichen Leute. Und dann gehört der Islam zu Deutschland, brauchen wir, ist die Integration gescheitert und was weiß ich nicht. Und das ist für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich denke, man bekommt einfach so eine Müdigkeit, wo man natürlich aufpassen muss, man muss ja trotzdem weitermachen, aber auch so eine Ungeduld, wo man wirklich sagt, es reicht. Ja? Also es soll endlich mal ankommen in den Köpfen. Und das war ja auch der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass ich halt gerne aus diesem Rahmen raus und gerne diskutieren würde, wie kommen wir dahin, also in die Köpfe. Ein letzter Satz nur, weil jeder weiß in den Medien eigentlich letztendlich nicht nur aufgrund des Glossars, was politisch korrekt ist oder nicht. Gestern oder heute in der SZ, so im Rahmen der 200. Prozesstages im NSU-Prozess, war dann eine der deutschen Anwältinnen der Opfer, die dann gesagt hat, es kann nicht wahr sein, dass ich immer noch gefragt werde und als nicht gefragt werde, als türkische Anwältin bezeichnet werde. Das sind türkische Opfer, teilweise sind eben auch deutsche Opfer. Ja? Und das ist eben so ein Punkt, ja, da kriegt man halt dann irgendwann mal auch eine Ungeduld. Ja, insofern, also wenn du das ansprichst, diese Wiederholung, diese immer wieder das Gefühl, neu anzufangen, was eben auch ermüdet, dann ist es vielleicht eben auch ganz spannend, dann plötzlich zu sagen, okay, wir sind neu. Ne? Also weil wir kennen zwar die Diskurse und die Diskussionen, aber wir sind neu. Also das ist jetzt so mein persönlicher Anknüpfungspunkt. Und gerade bei Deutscher Soldat dachte ich mir, ja, das ist ja interessant, wenn wir uns jetzt anschauen, entlang welcher Linien wird da sozusagen Zugehörigkeit definiert. Da ist ein ganz starkes Bekenntnis zum Deutschsein und lese ich raus, ein Bekenntnis zum Nationalstaat. Laila, als ihr euch gegründet habt als ISLAM, was war da, also ihr sprecht davon, wir sind die muslimische Jugend. War das für euch ganz besonders zentral, euch so zu beschreiben? Und warum habt ihr euch überhaupt gegründet? Also ISLAM, wie kam es dazu? Genau, also wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir die muslimische Jugend sind, aber dass wir auf jeden Fall den muslimischen Jugendlichen eine Bühne bieten wollen, damit sie selber über die Dinge sprechen können, die sie betreffen oder die sie bewegen. Der Hintergrund war dabei auch so ein bisschen, dass natürlich die immer wieder aufkommenden Diskussionen über den Islam und die Muslime halt immer wieder aufgekommen sind.
Und so wie es auch schon gesagt wurde, es hat halt auch echt genervt. Und da dachten wir uns, okay, das reicht jetzt. Wir schaffen jetzt eine Bühne, auf der einfach mal mit Muslimen quasi, also auf der wir die jungen Muslime einfach sprechen lassen und quasi keinen Raum bieten, wo einfach nur über sie oder über ihre Köpfe hinweg gesprochen werden kann. Ja, und so ist halt der Islam entstanden. Und ja, der Name, das ist auch mal ganz lustig, weil Leute, die irgendwie den Namen vorher noch nie gehört haben und dann irgendwie am Telefon mit mir sprechen, die sagen dann manchmal, ja, also ihr heißt ja Islam. Dann denke ich mir so, ja, in die Falle reingetappt. Das ist aber ganz interessant zu sehen, halt, wer schafft es tatsächlich, den Namen richtig auszusprechen und wer unterliegt halt irgendwie der Falle. Es ist natürlich auch da, also die Verbindung soll natürlich, ist ja mit Absicht da, das ist so Islam, Islam und so weiter, wir spielen natürlich auch damit. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen. Vielleicht fällt es dir gleich nochmal ein. Ich habe es jetzt voll vergessen, weil ich selber vom eigenen Namen irgendwie so gerade mitgenommen wurde. Vielleicht fällt es ja gleich nochmal ein. Ich frage in der Zwischenzeit Saraya, weil ich da einen Anknüpfungspunkt sehe. Also du sagst, okay, eine Plattform für die Stimme, für muslimische Jugendliche, da die Stimme zu erheben und ihre Kunst zu teilen. Und du hast auch davon gesprochen, dass wir eigentlich damit beginnen müssen zu beschreiben, wer spricht über wen. So, oder die einen sprechen über die anderen. Nochmal zurück zu der Frage von Zugehörigkeit und sozusagen Selbstzuordnung auch zu Gruppen und aus dieser Position heraus aktivistisch zu sein. Welche Bedeutung hat das zum Beispiel für dich gehabt in der Arbeit mit deinen SchülerInnen, in der Idee für das Martin Luther King Projekt? Ging es da auch darum oder wie erlebst du das in deinem Aktivismus? Na, ist was ganz anderes, wenn ich mit meinen SchülerInnen wir zusammen alleine sind oder ob wir draußen sind oder ob wir mit der Rosa-Luxemburg-Oberschule zusammengetroffen sind. Und das sind immer andere Kontexte, wo auch das eine andere Rolle spielt, über was wir reden. Miteinander wird viel ausgehandelt, ne? Was macht uns individuell aus, wie sehen wir bestimmte Dinge und so weiter. Und das ist dann ganz spannend. Also das sind ja so ganz normale Dinge, wie ich Bildung verstehe, dass wir uns austauschen, Positionen vergleichen, diskutieren, in manchen Dingen mitgehen, anders, bestimmte Dinge anders sehen und so weiter. Und dann ist es was ganz anderes, wenn wir eine politische Position vertreten, in dem, also dass wir wirklich für uns, und da kommt dann das uns, sagen so, ihr dürft nicht über uns reden. So. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und natürlich ist irgendwann die Zeit sozusagen, dass das irgendwann mal weg ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass es eben alle Diskriminierungsformen hier so in dieser Welt so rumfleuchen und immer wieder gerne benutzt werden, wir ein Rassismusproblem haben und so weiter und so weiter, ist das halt ganz wichtig auch für die, also ich mache das alles aus der Perspektive oder versuche das mit den SchülerInnen aus einer gemeinsamen Perspektive zu machen, was hat mit von Selbstermächtigung, also eine Sprache zu finden für sich selbst und so weiter und so weiter und eben selbstermächtigen zu sagen, ihr LehrerInnen, vorrangig weiße LehrerInnen könnt so und so nicht mit uns reden und das sind so zwei ganz verschiedene Punkte. Und da wird auch ganz unterschiedlich zum Teil gearbeitet. Genau. Und ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Also das. Nee, also das ich nicht. Ich konnte dir folgen. Darf ich mal eine Frage stellen einfach an dich, weil du auch mit Schülern zusammenarbeitest? Ich frage mich manchmal, ist es bei Jüngeren teilweise, vielleicht sehen die das gar nicht mehr so extrem, diese Form der also ich weiß, mein Sohn, der ist 25 und der kam irgendwann mal, als er 18 war, aus dem Club oder aus irgendeiner Partynacht und sagte dann, er ist da und da nicht reingekommen. Und ich war total schockiert, also so typisch aktive Mutter und habe gedacht, Gott, und Antidiskriminierungsding und da müssen wir und wie kann das sein? Und der war einfach nur so, ey Mama, ja, dann sind wir halt woanders hingegangen. Also der hat diese Form von Diskriminierung nicht so extrem oder gewertet, wie ich sie gewertet habe. Da würde mich einfach mal interessieren, wie es bei deinen Schülern ist. Ob sie sich dann eher als Deutsche fühlen, ist da, also
weiß ich nicht, ist da, siehst du da einen Unterschied zu dem, wie du dich fühlst? So, ich kann nicht für die Jugend sprechen, weil ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Perspektiven. An meiner Schule, die eine sogenannte Brennpunktschule ist, gibt es eine ganz lange Erfahrung an Labeling. Und das wird natürlich auch ganz viel internalisiert. Aber was natürlich gibt es eine Auswirkung für die SchülerInnen und das hat halt ganz viel und da werde ich halt richtig dann sauer und sage auch, dass, also da muss es dann halt auch wirklich aufhören, weil das ja was damit zu tun hat, wer hat Zugänge zu bestimmten Chancen und so weiter und so weiter. Und wenn immer dann groß darüber geredet wird, Chancengleichheit und so weiter, dann ist das eben Witz, ja, weil das eine Auswirkung hat auf SchülerInnenleistung und das, was die, weil das natürlich ganz viel bindet, wenn man immer in einer bestimmten Art und Weise gesehen wird und das meistens auch negativ. Und von denen würden sich wahrscheinlich, von meinen SchülerInnen, würden sich wahrscheinlich die meisten eben nicht als deutsch bezeichnen, weil sie das auch meistens nicht hören. Also es wird halt immer gesagt, ihr seid die AusländerInnen. Und wenn man das lang genug sagt, dann funktioniert das eben auch. Und dazu kommen ja noch ganz viele andere Dinge. Also da passieren ganz viele Kulturalisierungen, die und die Gruppe ist so und so, die und die Gruppe ist noch einigermaßen annehmbar, weil die sind so und so, die anderen haben die Vorteile und die anderen haben die Nachteile und so weiter. Also das wird permanent perpetuiert und dann werden sie natürlich auch oft für eher dumm verkauft. So. Also soll man lieber eine Ausbildung machen? Das ist schon gut, wenn wir das schaffen. So. Also das sind ja alles diese ganzen Dinge, die da passieren. Und wenn die dann irgendwann eine Sprache kriegen, also wenn die keine Lust haben auf Schule, kann ich das total gut verstehen. Und dann zu sagen, ja, die sind aber so schuldistanziert. Also das ist ja ein Witz. Ja? Also das muss man einfach mal sagen, das ist ein Unding. Und dass sowas dann funktioniert und dass ein Schulsenat dann sagen kann, wir haben also institutionellen Rassismus und strukturellen Rassismus gibt es gar nicht. Und wir, also klar, mit der sozialen Ungleichheit, da haben wir ein Problem. Und ja, Inklusion, okay, machen wir. Und jetzt haben wir auch dann 2, 3 Menschen, die sich in einem Rollstuhl bewegen, aber gibt nur einen Fahrstuhl in einem Gebäude. Also all diese ganzen Dinge, die da passieren, die gehen einfach überhaupt gar nicht. Die gehen einfach überhaupt gar nicht. Und wenn man dann Leuten auch noch vorenthält, dass sie eine Sprache dafür bekommen, sich auszudrücken und auch einen Raum bekommen, sich auszudrücken, dann ist ja klar, dass, also das ist jetzt auch nicht, das drückt sich auf eine ganz andere Art und Weise aus. Aber wenn die mal eine Sprache bekommen, dann sagen die das ganz klipp und klar. Großartig. Ja, also du beschreibst tatsächlich auch die zentrale Herausforderung, wie können Jugendliche oder Menschen ganz allgemein Zugehörigkeit selber füllen, neu denken, aushandeln in dieser permanenten Erfahrung von Gewalt. Ne? Also das, wie sehr das erschüttern kann, dass wir eigentlich tatsächlich das gar nicht so unbelastet und easy peasy machen können, weil es einfach genau diese Fronten gibt, die du auch beschrieben hast oder diese Erfahrungen. Worauf ich auch nochmal zurück wollte, du hast beschrieben, dass es auch eine strategische, oder ich habe verstanden, eine strategische Entscheidung ist, wie ich in welchen Kontexten worüber spreche. Also ob ich jetzt zum Beispiel mich in einem Empowerment-Raum bewege oder in einem Raum mit Menschen, die meinen Erfahrungshorizont im Hinblick auf Rassismus teilen oder zusammentreffe mit anderen Gruppierungen. Ist das bei euch auch relevant oder seid ihr überall gleich wuchtig vom Jugendtheaterbüro? Also ihr seid ja seit einigen Jahren jetzt am Haus der Kulturen der Welt mit dem Festivala. Wer hört euch da eigentlich zu und was erzählt ihr denen? Also ja, bei uns ist es kein geschlossener Empowerment-Raum. Also wir haben auch einige weiße Jugendliche da, aber die Mehrzahl sind schon POCs. So. Genau, das Ziel mit dem Festivala ist es halt, eine große Bühne auch zu haben, eine große Bühne zu erobern, auch was wir jetzt die letzten 4 Jahre gemacht haben. Und es war ein großer Kampf, da reinzukommen vorher, es war nicht so einfach.
weil Kulturinstitutionen sehr starr sind und sich sehr, sehr langsam ans 21. Jahrhundert anpassen. Und wir haben uns das erkämpft. Und das Ziel ist auch jetzt eigentlich, nicht mehr im Haus der Kulturen der Welt zu verharren, sondern auch loszuziehen und andere Häuser ein bisschen umzukrempeln. Genau. Und das Ziel ist so, die junge Perspektive von heute auf die Bühne zu bringen, die politischen Ansichten, die Perspektiven, die nicht gehört werden. Also generell wirkt immer oder sehr oft auf junge Menschen mit einem korrigierenden Blick geschaut. Also es wird immer ein Korrektiv erwartet, auch in der Jugendarbeit. Und wir arbeiten eher so, dass wir sagen, wir wollen kein Korrektiv, wir wollen mit den jungen Menschen ein Kollektiv sein, ein pädagogisches Kollektiv, ein künstlerisches Kollektiv und arbeiten auch so, dass Jugendlichen ist auch ein blödes Wort, ist auch ein Labeling so, aber dass sie auch Teil von den Entscheidungsstrukturen des gesamten Betriebs sind. Also wir sind jetzt gerade dabei, ein eigenes kleines Community-Theater zu eröffnen. Ende Oktober wird es hoffentlich soweit sein. Das wird Theater X heißen. Dafür haben wir jetzt eine AG-Intendanz zum Beispiel aufgebaut, wo MitarbeiterInnen und die jungen Menschen zusammen über alles entscheiden, also über die Preise, über die Öffentlichkeitsarbeit, über die Stücke, die gespielt werden, die entstehen. Bei uns führen sie selbst Regie von den Stücken, wir coachen sie eher dabei, also es geht auch darum, ein Handwerk weiterzugeben, ein Können weiterzugeben, um sozusagen junge Menschen befähigen zu können, die Inhalte, die sie eh schon haben, auch ästhetisch auf die Bühne zu bringen. Das ist so die Arbeitsweise, die wir haben. Und bei uns ist schon so, dass die jungen Leute das als Rassismus benennen. Aber es geht auch so in die Richtung, was ich vorhin meinte mit dem Reden über Rassismus. Also wenn nicht über Rassismus gesprochen wird, dann ist es total schwer, das auch zu benennen oder das auch zu sehen. Und das finde ich zurzeit eine große Herausforderung, also vor allem jetzt mit Pegida und so weiter, was sehr stark gegen MuslimInnen gerichtet ist und gegen Geflüchtete, aber dieses Gerichtetsein gegen MuslimInnen wird sehr oft verschwiegen. Es geht sehr oft um die Geflüchteten, was genauso wichtig ist. Und die Gegenbewegung zu Pegida benutzen aber auch Wörter aus den 90ern. Ja, also sie sprechen wieder von Ausländerfeindlichkeit, von Fremdenfeindlichkeit und wir werden wieder sozusagen 15, 20 Jahre zurückgeschmissen. Das ist irgendwie traurig, finde ich. So. Und dagegen wollen wir halt durch das Erobern der Bühnen auch einen Gegendiskurs fahren, sozusagen bis zu einem bestimmten Teil ein Mainstreaming, aber ohne die Inhalte zu mainstreamen. Also wir haben auch, hier ist ein Festivaler-Pulli vom letzten Jahr, No Justice, No Peace, Widerstand dem Krieg, wo wir uns sehr stark mit Kriegen beschäftigt haben und auch die Rolle von Deutschland in diesen Kriegen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, also dieses deutscher Soldat und dieses, ich weiß nicht, also ich finde das auch schwierig, warum wollen wir noch nach einem neuen Nationalismus streben mit People of Color zusammen, so das, ich weiß nicht, das ist klar, dass man sich immer so rechtfertigen muss, ob man deutsch ist oder nicht und so weiter, ist natürlich anstrengend. Gleichzeitig finde ich es auch aufstoßend, irgendwie danach zu streben, deutsch sein zu wollen. Irgendwie. Also nach diesem nationalstaatlichen Denken auch, vor allem wenn ich das mit Soldaten höre, die dann irgendwie auch, also am Beispiel USA zu sehen sind, dann Kanonenfutter im Irak sind, so. Also da gibt es auch Rassismus, auch was wir in den USA jetzt total deutlich wieder sehen, obwohl es sozusagen einen schwarzen Präsidenten gibt und so weiter und so fort, ist der Rassismus jetzt im Moment so deutlich wie vor Jahren nicht. Also ich denke, es zeigt sich schon, dass es durchaus sehr unterschiedliche Strategien gewählt werden, um Zugehörigkeit neu zu denken, zu definieren und auch sozusagen Teilhabe zu ermöglichen, ne, in einem bestimmten gesellschaftlichen Ressourcen und Bereichen.
Und ich denke, das kann auch in der Unterschiedlichkeit bleiben. Ne? Also ich weiß nicht, du wolltest... Ja, ich meine, ich will sie verteidigen. Aber ich habe gerade überlegt, will ich oder will ich nicht? Doch, ich will sie verteidigen. Und zwar, ich glaube, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Aber ich glaube, zudem, du hattest das eingangs ja gefragt, Pascal, wo du gesagt hast, wo sehen wir die Herausforderung? Ich glaube, es ist einfach relativ banal, dass jeder an seiner Baustelle, egal wo es ist, ob es im Bereich Schule, Bildung ist oder Theater ist, ob es Medien sind, ob es irgendwie eine politische Lobbyarbeit ist, dass man einfach... Es gibt wahnsinnig viel zu tun und an jeder Stelle. Und ich glaube auch dann, und das ist dann die Form der Verteidigung der Initiative Deutscher Soldat, dann eben auch bei der Bundeswehr. Und ich will jetzt gar nicht sagen, aber die haben das da auch nicht leicht. Also wenn man sich das, also das ist schon eine Geschichte, die haben sich jetzt da nicht irgendwie zusammengetan und haben da, das ist ganz, ganz stark angefeindet worden. Ja klar, warum braucht ihr das jetzt extra und wieso müsst ihr, wir haben doch eine Gewerkschaft, warum macht ihr jetzt eure eigene Gewerkschaft? Ja, also und insofern ich denke, wenn man, das halt nicht heißt, dass man nicht auch kritisch dann gegenüber Bundeswehr oder wie auch immer sein kann, aber ich glaube, dass es eben ganz viele unterschiedliche Baustellen gibt, an denen wir dann alle irgendwie tagtäglich dann irgendwie unterwegs sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, bitte, gerne. Und zwar, also mit den Strategien, also klar gibt es so diese politische Ebene und sowas für mich, aber also für meine SchülerInnen ist es am besten irgendwann so, also und das ist so unser Konsens, dass es ein Weg ist, dass es eine Konstruktion ist, dass sich das auch vielleicht heute anders ist als vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren und dass es immer wieder eine Auseinandersetzung darum gibt und dass sie irgendwann da sind und sagen, ey, alles was Frau Gummis gesagt hat, ist völliger Bullshit, dann ist genau das Richtige passiert. Also auch so eine Abgrenzung davon und so weiter. Also das sind die, darum geht's und nicht, dass... ich jetzt mit meiner Idee oder so irgendwas da mache oder vorgebe, ist was anderes, wie gesagt, wenn wir uns Räume erobern und irgendwo hingehen, wie in die Akademie der Wissenschaften, wo sonst halt eher weiße deutsche SchülerInnen sitzen. Da geht es auch darum, wann machen wir welche Zusammenschlüsse, wann sind wir, bilden wir Allianzen und so weiter und auch ein Aushandeln unter uns, wie funktioniert das mit unseren eigenen Diskriminierungen gegenseitig und so weiter. Also das alles passiert da und das ist alles so ein Prozess und nicht irgendwie eine Linie oder so. Also ich stimme dir zu und was wir machen ist ja auch tatsächlich eine Momentaufnahme, ne? Mit dem Sehen, dass sich Dinge wiederholen und teilweise sich anfühlt, als würde man neu beginnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die nächste Generation der Mitglieder beim Deutschen Soldat e.V. dann auch irgendwann mal sagt, boah, Quatsch, geht gar nicht, wir müssen uns umbenennen. Ne? Also das kann passieren. Vielleicht nochmal zum Thema Zugehörigkeit, also jenseits von, okay, es geht darum, Teilhabe zu ermöglichen, Räume zu erobern, Rassismus etwas entgegenzusetzen. Ich bin ja nicht nur, also jetzt, wenn ich von mir ausgehe, ich bin nicht nur Österreicherin, sondern ich bin auch schwarz und ich bin auch Frau. Das heißt, das sind Herausforderungen, die gegebenenfalls mich nochmal besonders herausfordern in dem, was ich in der Gesellschaft gestalten will und wie ich teilhaben möchte. Laila, wie ist es für dich als muslimische Frau, die sichtbar Muslima ist und Kunst macht, Jura studiert? Was würdest du an der Erzählung über die muslimische Frau in Deutschland gerne nicht mehr hören? Oder nein, andersrum, wie würdest du gerne die Geschichte erzählen? Okay. Sehr gerne. Möchtest du ein Mikrofon nehmen? Beziehungsweise ich, also nur, worum es mir ging, ist tatsächlich die Sichtbarkeit und im Hinblick auf sichtbar als Muslima gleich erkennbar, die besondere Herausforderungen mit sich bringt. Ich würde gern... kurz bevor ich nämlich, weil das würde dann genau dazu führen, mir ist nämlich wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Super.
Und das kann ich wunderbar kombinieren. Ich wollte nämlich sagen, dass das Kunst natürlich eine tolle Form ist, ganz viele Leute zu erreichen. Und bei Poetry Slam ist es so, dass man super scharfe Kritik äußern kann, ohne dass man Leute damit irgendwie negativ von Kopf stößt. Das heißt, das gelangt dann eher ins Ohr und in den Kopf und manchmal auch ins Herz, als wenn ich jetzt einfach nur der Person einen Vortrag halten würde. Obwohl die Grenzen eigentlich fließend sind. Trotzdem wird es irgendwie, geht es noch so als Kunst durch. Und das ist halt ein tolles Mittel, wenn ich natürlich da vorne stehe und dann anfange aus der Sicht als Frau mit Kopftuch, die in Deutschland lebt und einen Migrationshintergrund hat, anfange zu erzählen, was eigentlich zum Beispiel das Kopftuchurteil für Auswirkungen auf mich hatte. Aus meiner Sicht, aus meinen Augen sozusagen. Und dass ich das dann auch einfach mal ein bisschen weiterdenke und sage, Kopftuchurteil ist ganz klar ein Berufsverbot gewesen, beziehungsweise ist es teilweise immer noch. Berlin denkt ja noch darüber nach, ob sie das Neutralitätsgesetz überhaupt aufheben wollen. Ja, und das ist, hat dann viel mehr Wirkung, wenn ich dann da stehe, plötzlich anfange zu reden und auch Deutsch kann, sogar richtig gut. So. Ja, und was ich dann weglassen würde in den Erzählungen über mich, ist einmal lustigerweise das Kopftuch, weil, also ich habe das, glücklicherweise habe ich inzwischen einen Nebenjob seit einiger Zeit in einer Bibliothek und da ist es so, dass tatsächlich meine Vorgesetzten gar nicht bemerken, dass ich ein Kopftuch trage. Das ist zumindest das Gefühl, was sie mir geben. Es war auch nie irgendwie in den Jahren irgendwann mal ein Thema, auch nicht im Bewerbungsgespräch oder sonst was. So, und das ist halt so also das erste Wort, was ich streichen würde. Dann, genau, die Bezeichnungen und die Einteilungen in liberal und konservative Muslime und so weiter und so fort, was eigentlich nichts anderes heißt als gute Muslime und böse Muslime, so quasi aus der Sicht der anderen. Das ist auch etwas, was ich komplett streichen würde, weil es letztlich auch absolut irrelevant ist. Und wie ich meine Geschichte erzählen würde, naja, ich trete ja nachher auf und da erzähle ich ja eine Geschichte zumindest. Und da kann man ja dann sich quasi live ein Bild davon machen, wie ich meine Geschichte erzählen würde. Genau. Ja, danke, das war schon so ein kleiner Teaser, würde ich sagen, für das Abendprogramm. Im Anschluss. Also wir haben jetzt sehr viel über verschiedene Verständnisse oder Überlegungen, wie Zugehörigkeit definiert und verhandelt werden, gesprochen über ganz unterschiedliche Strategien, die gewählt werden. Vielleicht nochmal zum Thema Sprache und Selbstbezeichnungen. Ja, doch, die Frage finde ich spannend. Also welche, vielleicht von jeder Person von euch eine kurzes Statement, was aus ihrer Sicht eine für sie jetzt stimmige Selbstbezeichnung ist, mit der sie arbeiten möchte oder die sie gerne gerade im Moment, und wir sagen, Momentaufnahme, wichtig ist, die im deutschen Diskurs einzuspeisen. Ihr könnt auch strategisch entscheiden. Gar nicht so leicht, offenbar. Okay, wir können die Frage auch vertagen, weil alles im Wandel, du hast es angesprochen, Saraya. Mich würde jetzt interessieren, was habt ihr denn, welche Vision habt ihr aus euren jeweiligen Arbeitsbereichen, wie Deutschland erzählt werden soll? Also wenn ihr jetzt wirklich euch vorstellt, alles ist möglich, ich habe meine ideale Schule, ich habe die ideale Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland, ich habe die ideale, was auch immer auch für euch gerade wichtig ist. Was ist eure Vision? Wir wollen jetzt nicht anfangen, was Willy Brandt zu den Visionen gesagt hat, aber ich würde schon gerne wegkommen, einfach weg von diesem defizitären Blick. Also so wirklich, das ist für mich eines der Hauptanliegen, ob es jetzt im Bereich Schule ist oder ob es einfach wegzukommen, dass immer mit Defiziten, also uns
ich sage jetzt einfach bewusst, auch uns mit Defiziten zu belegen. Und wenn wir dahin kommen, dass man von diesem Blick wegkommt, dann wäre das schon was, denke ich, das ein großer Schritt auch dann einfach getan. Das gehört ja auch dann dazu, ne? Wenn man sagt, wie können wir Zugehörigkeit neu denken, ja? Dass wir einfach dann vom, auch wenn das jetzt ein bisschen sich sozialromantisch anhört, aber einfach von den Schätzen, vom Positiven ausgehen und nicht immer nur dieses Defizitäre im Blick haben. Ne? Also ich würde mir als erstes wünschen, dass alle Erwachsenen, die in An- und Mitschule irgendwie zu tun haben, dass die genauso lernen könnten wie meine SchülerInnen. Dass die auch so flexibel wären und dass die auch so sehr wie meine SchülerInnen über ihren eigenen Tellerrand gucken können und dass die alle auch kein, so diese ganzen Abwehrmechanismen oder Diskriminierungsbashing und all diese ganzen Sachen, die uns so trennen und so weiter, dass die das genauso draufkriegen könnten wie meine SchülerInnen, das wäre schon mal so super. Und dann müssten alle Schulbücher weg. Und dann müssten, ja, genau, die müssten alle neu gemacht werden. Dann müssten alle Erwachsenen an Schule Beteiligten dauerhaft Fortbildungen machen, permanent. Und müssten sich in so ein lebenslanges Lernen, also was, das, was wir sagen, den SchülerInnen sagen, das müssten sie für sich selbst anwenden und in so freudig sein darüber, auch Fehler zu machen. Und dann diese Fehlerfreudigkeit auch so für sich annehmen, hups, ich habe einen Fehler gemacht, Entschuldigung, jetzt lerne ich was und weitergehen. So, das wären so die ersten Schritte und dann müsste die Struktur geändert werden und soll ich weitermachen? Also ich höre auf jetzt erstmal. Danke. Von sowas habe ich als Schüler geträumt. Nee, wirklich. Also und am besten vielleicht noch als Zusatz, dass die LehrerInnen von den SchülerInnen lernen sollen und benotet werden vielleicht noch. Die einzigen Noten, die es gibt dann vielleicht. Ne? Ja, weiß nicht, also... Es ist schwer, so eine Utopie, also von mir aus soll es eine Revolution geben, die auch sozial ist und antisexistisch und antihomophob und so weiter und so fort. Also, ja. Und antirassistisch natürlich. Ja, ich stimme natürlich allem zu, was meine Vorgänger gesagt haben. Aber in meiner, was heißt aber, und in meiner Vision, ich glaube, da ich ja lustigerweise auch Jura studiere, nutze ich das jetzt mal kurz. In meiner Vision hält man sich tatsächlich an die Grundrechte, so wie man sie auch geschaffen hat und was für Gedanken und Kerngedanken man eigentlich dahinter hat, als man sie geschaffen hat. Und lässt da auch keine Ausnahmen zu oder schafft Grundrechte für Personen zweiter Klasse, sag ich mal. Sondern man ist konsequent in der Auslegung und Durchführung. Das wäre so meine Vision aus juristischer Perspektive. Okay, vielen Dank. Vielleicht jetzt an dieser Stelle schon als Ankündigung, es gibt jetzt gleich die Möglichkeit, aus dem Publikum Fragen zu stellen an die PanelistInnen. Und ich kehre zurück zu der Frage Selbstbezeichnungen. Vielleicht kann ich die Frage ja anders formulieren. Ist es ausschließlich eine strategische Entscheidung, wie ich mich nenne? Einmal nein, hier zu meiner Rechten. Wir machen eine Abstimmung. Oder welches, ja. Eigentlich, ne, utopisch fände ich es gut, sich nicht selbst bezeichnen zu müssen überhaupt. Ne? Also ist es natürlich irgendwo auch strategisch. Und es ist schwierig, also die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, benutzen unterschiedliche Selbstbezeichnungen und ich will denen das auch nicht vorschreiben, was sie sagen sollen oder nicht. Ich benutze People of Color, wobei ich auch Kritik an dem Begriff habe, so. Aber
für mich ist halt wichtig, sozusagen nicht zu sagen, welche Gruppenzugehörigkeit und so weiter, also mich als irgendwie Deutsch, Türke, Türke oder was auch immer zu bezeichnen, sondern sozusagen eher so, ich auch nicht das Deutsch, so will ich auch nicht, ehrlich gesagt, sondern eher als Mensch, der hier lebt, mit Rassismuserfahrungen zum Beispiel. Ne? Und ich bin nicht gläubig, aber bin als Moslem gelabelt oder werde zum Moslem gemacht. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein Zusatz dazu zur Sichtbarkeit sozusagen. Und muss sozusagen auch antimuslimischen Rassismus in diesem Sinne erfahren so, und mich dagegen wehren und so weiter. Das wollte ich nochmal anmerken, dass das auch oft vergessen wird. Genau, also es ist schon strategisch und eigentlich wäre ja die Utopie irgendwann zu sagen, okay, brauchen wir gar nicht. So. Danke. Ich würde auch ganz gerne nochmal was zu diesem muslimisch sein, weil du jetzt auch dann so Laila gefragt hast. Klar ist Laila sichtbar gläubig, aber da steckt ja eigentlich auch schon so ein bisschen diese Dings drin. Woran macht sich dieses Sichtbare aus? Also wirklich jetzt hier an dem, bis zum Verzeihen, an ihrem schönen blauen Kopftuch. Also das ist ja, und da ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, wo dann auch so ein Ende der Geduld einfach auch da ist. Ich bin auch Muslimin, ich bin gläubig, aber auf meine ganz eigene Art. Und ich glaube, da gibt es eine Menge auch von. Und wenn ich dann aber, ich komme da jetzt auch wieder drauf zurück, wenn ich dann eben höre, gehört der Islam, gehören die Muslime zu Deutschland? Ja, geht's eigentlich? Also ganz ehrlich, dass man dann auch ständig in, wie du es sagst, in Fremdverhaftung oder was auch immer genommen wird. Und letztendlich, da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen, letztendlich geht es darum, dass man, es ist dann, dass man anders aussieht. Und das ist dann einfach ganz genau der Punkt. Und da werden auch Leute als Muslime plötzlich, reicht aus, wenn jemand einfach anders aussieht hier und dann ist er halt anders, eben Muslim oder wer auch immer. Und auch da wieder so ein Rückgriff. Also nach dem 11. September, vor dem 11. September wurde wenigstens noch gefragt, woher kommen Sie denn her? Dann habe ich gesagt, ja, meine Eltern sind mal aus Afghanistan gekommen oder was weiß ich nicht. Aber seitdem gibt es das nicht mehr. Sind wir alle eigentlich Muslime? Ja? Ist egal, woher wir kommen, ob es ein syrischer Christ ist oder ein katholischer Rom oder sonst irgendwas. Wir sind alle irgendwie Muslime geworden. Ja, du sprichst ja auch nochmal an, wie weit sich Diskurse ja auch verschieben. Ne? Und was ich da jetzt auch einen spannenden Punkt fand, nur kurz, dass durch ein Festhalten an einem bestimmten sichtbaren Merkmal auch neue Unsichtbarkeiten entstehen, ja, wo Menschen sich zugehörig fühlen, aber eben nicht, in dem nicht sichtbar sind. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen weiter aufmachen, weil auch Menschen, die weil irgendjemand meint, sie labeln zu müssen, nicht unbedingt direkt der und der Gruppe oder so zugeschrieben wird, sondern vielleicht einer anderen oder erstmal gar keiner Gruppe, sondern gesagt wird, ja, ach, das der oder die oder so sieht so und so und so aus. Das fängt ja dann schon beim Namen zum Beispiel an. Also da sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass Ausschlüsse und so weiter passieren, die noch darüber hinausgehen, also um das nochmal so ein bisschen weiter aufzumachen. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, ist ein Statement. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir sind immer wieder sozusagen zum Thema Herausforderungen zurückgekommen. Ich möchte gerne abschließen, bevor ich dem Publikum die Möglichkeit gebe, Fragen zu formulieren. Euch fragen, ihr arbeitet ja aus sehr unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Verständnissen auch. Welche Möglichkeiten oder was wünscht ihr euch oder welche Möglichkeiten seht ihr, Gemeinsamkeiten aus den verschiedenen Richtungen, in denen ihr arbeitet, zu finden? Also an welchen Stellen macht es möglicherweise Sinn, gemeinsam im Themenfeld Rassismus zu arbeiten, gemeinsam im Themenfeld Repräsentation zu arbeiten, gemeinsam im Themenfeld etc. Bildungssystem zu arbeiten.
Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle sprechen kann, aber für uns beide, glaube ich, kann ich sprechen, weil wir uns auch. Ich wäre gerne einfach aus deiner Sicht, ja, mit deiner persönlichen Sicht. Genau, aber wenn es aus meiner Sicht ist. Also ich glaube, das tun wir schon. Also ich glaube, wir tun das schon auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, dass wir dann auch gemeinsam an Themen arbeiten. Was sind da für dich zum Beispiel, also Erfolgsbeispiele oder Best Practice, wo du sagst, ja, genau so soll es gehen, außer deinem Bundeskongress natürlich? Ja, also der Bundeskongress geht ja jetzt weiter. Also das war wirklich so, dass wir da selber auch, ja, wie Sie sagen, überrascht, aber einfach uns immer wieder auch von außen das Signal gegeben worden ist, ihr müsst da eigentlich weiter machen, also an diesem Zusammenschluss, an einer Form von Netzwerk. Und wir sind jetzt im Augenblick dabei, daran zu arbeiten, an der Homepage. Das ist eben dann auch eine Homepage, der in Anführungsstrichen, ich sage es bewusst, der neuen deutschen Organisationen gibt. Es wird einen zweiten Bundeskongress geben und wir sind gerade auch beim Aufbau gemeinsam mit 5 anderen Organisationen, da gehört Leila eben auch mit dazu und Juma, sind wir dabei, so eine Steuerungsgruppe irgendwie einzurichten, dass wir dann eben versuchen zu gucken, was kann man tun, ob das ein Netzwerk, ein Dachverband, wie auch immer ist, also ein bisschen so eine Richtung, um dem Ganzen auch, was ich eingangs gesagt habe, rauszukommen aus einem, ich überspitze jetzt, aus einem geschützten, kuscheligen Rahmen und dann wirklich ein bisschen auch rein. Also ich will jetzt gar nicht, weil ich jetzt in der Böll-Stiftung bin, aber ich denke, das ist dann halt auch genauso wichtig. Wir sind dann irgendwie, seid ihr auch alle herzlich eingeladen, ganz ehrlich, könnte sogar spannend sein, es ist öffentlich. Wann ist denn der Termin? Am 18. Mai sind wir eingeladen worden von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Thema, wie kann man Deutschland neu erzählen. Ja, heißt nicht ganz so, ich weiß. Also, aber auf jeden Fall ist das eine Geschichte, wo wir dann eben versuchen, da auch mal ins Gespräch zu kommen. Also das ist so ein bisschen mein Anliegen im Augenblick, was nicht heißt, dass ich es ja auch nicht schön, und aber ich finde, wir müssen halt einfach raus, dass es in noch viel mehr Köpfe einfach auch reinkommt. Dass wir dann vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr hier sitzen. Ich wollte nur ganz kurz noch was dazu sagen, weil ich nämlich mit der CDU diese Einladung, genau, ich bin auch dort und ich finde das total lustig, ich bin nämlich nicht als Islam dort, sondern als Juma und ich wollte schon immer aber mal von denen eingeladen werden als Islam. Ich natürlich gerne ein paar Texte da vortragen wollen würde, aber bis jetzt kam noch keine Einladung, aber jetzt bin ich drin als Juma und das ist schon mal ein Anfang. Ja, ein interessanter Hinweis, ne? Wer dann eingeladen wird und wer nicht, unter welchem Label und so weiter. Ja, also generell finde ich es total wichtig, irgendwie Kräfte zu bündeln, Kämpfe zu bündeln, Netzwerke zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Vor allem was Medien angeht, also einmal so die Darstellung in den Medien ist immer schwierig so. Auch so zu sagen, wenn es mal Berichte zum Beispiel über uns gibt, die Interviews mit uns sind immer gut, so, ne? Also wir sagen immer gute Sachen, aber so das Drumherum, also wie die Einleitung und der Schluss und so ist dann auch wieder so, ja, dann kommt dann irgendein Labeling dann doch, was wir eigentlich vermeiden oder was wir nicht sind. Und deswegen ist es schon wichtig, auch in diesem Feld zusammenzuarbeiten und, weiß nicht, auch im kulturellen, also künstlerisch-kulturellen Feld sozusagen. Wir haben ja jetzt so in Berlin das Gorki-Theater und das Ballhaus und so, aber das sind halt noch so kleine Inseln und eigentlich müsste das in allen Theaterhäusern selbstverständlich sein, dass die Ensembles nicht weiß sind, nicht komplett weiß sind oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, da brauchen wir gegenseitige Unterstützung und mit Saraya arbeiten wir eh so immer mal wieder zusammen, wollen aber auch irgendwann mal was Intensiveres, glaube ich, zusammen auf die Beine stellen, so. Toll und klingt vielversprechend. Saraya, du arbeitest auch mit sehr vielen unterschiedlichen Initiativen. Genau, zusammen. Also meine SchülerInnen sollen wissen, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven gibt und dass ich eben nicht ihnen irgendwas vorgebe, sondern dass sie sich auch orientieren können an ganz, ganz verschiedenen Perspektiven und dass sie sich dann auch aussuchen können, ob ich jetzt totalen Blödsinn rede für sie selbst oder so. Und klar gehe ich zum Festivaler mit meinen SchülerInnen und natürlich benutze ich im Unterricht iSlam-Videos und so weiter. Also da sind Wings and Roots, also all diese
Leute, die sind eben ganz, ganz wichtig. So. Es braucht ein ganzes Dorf, ne, um viele verschiedene Perspektiven und so weiter. Also das ist selbstverständlich. Und natürlich, aber trotzdem habe ich eine Haltung. Ich würde jetzt bestimmte Dinge eben nicht machen, die andere vielleicht super machen können, so mit deutscher Soldat oder so. Also die wissen halt auch so, wo ist so mein Rahmen. Aber das nicht vorgegeben, das muss für andere überhaupt nicht gelten. Und eben auch, wir sprechen ganz viel über so strategische Überlegungen. Ist es wichtig? Müssen wir von vielen Seiten kommen? Muss ich immer einer Meinung sein und so weiter? Wo gibt es aber vielleicht Schnittpunkte, wo wir uns treffen können und so weiter? Und manche machen das so, manche machen das so. Und wie ein paar SchülerInnen von mir gesagt haben, ist es am besten, wenn wir von allen Seiten kommen. Vielen Dank. Von allen Seiten kommen. Ein schönes Schlusswort vom Panel. Ich möchte gerne an dieser Stelle euch, Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu formulieren, Statements zu formulieren an die Panelistinnen. Es gibt, ich habe zwei SaalassistentInnen oder eine. Kerstin ist hier mit den Mikros und gibt die Mikros rum. Welche Fragen? Ja, bitte. Ja, hallo, Entschuldigung. Ich habe, also was mich interessiert, nochmal so direkt zu dem Thema, es geht auf der einen Seite um Zugehörigkeit und auf der anderen Seite aber auch um Abgrenzung. Das ist für mich so ein Spannungsfeld. Ich möchte mal wissen, wie ihr dazu steht, also zu diesem Spannungsfeld. Was ich so rausgehört habe. Ne? So, das heißt ja auch immer so, wir, die anderen, das kommt ja immer wieder. Mhm. Ja? Und ist auch ein bestimmtes Bedürfnis dazugehören, aber gleichzeitig offensichtlich auch, hat es eine bestimmte Bedeutung, sich abzugrenzen. Ja, wollte ich mal was von euch hören. Ich glaube, das Dazugehören müsste eigentlich selbstverständlich sein. Also, aber wir sind nicht alle gleich, wir haben nicht die gleichen Rechte und nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten. Und dafür ist eine Selbstorganisation wichtig, in Gruppen sozusagen, die sich auch sozusagen als MuslimInnen oder als Schwarze oder als Frauen und so, ne? Weil es eine Machtasymmetrie gibt und auch unter Gruppen, die eigentlich diese Macht bekämpfen, auch trotzdem diese rassistischen oder sexistischen Strukturen und so weiter stattfinden, ist es dann immer mal wieder wichtig, sich auch abzugrenzen und so einen Empowerment-Raum zu schaffen, in dem man seine Kräfte bündelt, um die Realität zu verändern. So denke ich. Und hoffentlich ist das irgendwann nicht mehr nötig, aber das ist schon der Fall so. Das Spannungsfeld, Zugehörigkeit, Abgrenzung. Haben die anderen auf dem Panel da noch Ideen dazu? Also teilweise haben wir es ja auch schon angesprochen. Ich finde, das, was du gesagt hast, dem stimme ich schon mal total zu. Mit Islam ist es natürlich jetzt so, dass wir uns damit gleich bewusst abgegrenzt haben, schon allein mit dem Namen. Und wir sagen ja auch bewusst, junge Muslime, die eben auf die Bühne gehen, also zumindest kann man das so verstehen als Abgrenzung. Aber der Punkt, der halt auch dahinter steht, ist, dass wir auch bewusst mit unserer Identität, der muslimischen Identität, auf die Bühne gehen. Und so wie du es eben auch gesagt hast, wir sind nun mal verschieden und in dieser Verschiedenheit müssen wir eben auch akzeptiert werden. Und das ist dann auch so der Punkt, wo wir sagen, okay, deshalb muss es auch okay sein, wenn ich sage, ich gehe jetzt als Muslime auf die Bühne. Zumal, dann, wenn ich anfange zu sprechen, ich quasi über Dinge rede, die wahrscheinlich sowieso gar nicht erwartet werden, so im ersten Moment zumindest. Das heißt, da ist schon der erste Punkt, wo ich mit Bildern breche in den Köpfen der Leute. Das führt wiederum zu was anderem. Deswegen höre ich jetzt einfach mal auf zu reden. An der Stelle auch der Hinweis, also es gibt auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen an Christina und Olga, die den Eingangsinput gegeben haben. Das als Hinweis. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte, hier ist eine Meldung.
Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass ihr insgesamt ziemlich pessimistisch und sicher sehr zu Recht frustriert seid über ganz viele Entwicklungen, also besonders die Schulperspektive, die ich auch selber nachvollziehen kann, aber auch insgesamt so dieses Gott und immer wieder das Gleiche und genau, das ist auch so betont. Vielleicht ist das aus meiner weißen Mittelschichtblase, aber ich hatte tatsächlich im letzten halben Jahr sogar, trotz dieser ganzen negativen Dinge, die gerade passieren, war ich manchmal positiv überrascht, was in manchen Mainstream-Medien wie Tagesschau, Deutschlandfunk, Süddeutsche vielleicht, was da doch auch ankommt vielleicht an Veränderungen. Und ich würde gerne hören, ob ihr das vielleicht teilt, dass es auch ein paar positive Entwicklungen gibt. Also nur zwei, drei Beispiele. Also ich habe das Gefühl, dass niemand mehr bestreitet, dass es Islamophobie, nein, nicht niemand, Entschuldigung, aber dass in Kreisen, wo lange das nicht anerkannt wurde und nicht darüber geredet wurde, dass Islamophobie als ein Thema wahrgenommen wird, in Deutschlandfunk zum Beispiel, dass gestern, glaube ich, gab es eine Sendung über Critical Whiteness, wurde ausführlich diskutiert, der deutsche Kolonialismus wird erwähnt in der Diskussion um Armenien und impliziter Rassismus. Ich habe das Gefühl, dass diese Begriffe irgendwie sozusagen einfach auftauchen, gerade in letzter Zeit in Mainstream-Medien. Denkt ihr auch, dass es irgendwie auch ein bisschen Optimismus vielleicht gerechtfertigt wäre, dass da was passiert? Darf ich? Da du ja jetzt auch die Medien jetzt angesprochen hast, klar, nein. Also wenn man dann, man ist natürlich immer etwas versucht, wenn man dann auf einem solchen Podium sitzt, dann würde ich auch die Chance zu nutzen. Nee, klar, also da ist schon, glaube ich, auch eine Menge passiert. Und da kann man schon sagen, dass es in vielen Köpfen angekommen ist. Aber letztendlich ist es ein bisschen auch, wie du es gerade gesagt hast, es ist dann der Mittelteil, der stimmt, so die Interviews, aber die Vormoderation und der Abspann, da kann man immer noch sagen, da hapert es dann immer noch. Und klar, ich bin irgendwie auch, SZ-Abonnentin und freue mich dann natürlich, wenn dann gewisse Themen auch aufgegriffen wurden. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über das Medienecho auf den Kongress der Neuen Deutschen Organisation. Das war unfassbar, hatten wir nie mitgerechnet, aber lag auch vielleicht daran, dass wir unsere PM überschrieben haben, auch wir sind das Volk, und hatten dann natürlich auch ein bisschen Glück, dass das gerade in die Zeit dann auch viel, dass die Medien auch darauf angehen. Aber trotzdem gibt es eben noch, es ist vorhin auch schon gefallen, bin ich wieder negativ, aber du hast prinzipiell recht, aber es gibt immer noch Fremdenfeindlichkeit, ja? Also es wird dann eben aufgerufen zum Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Ausländerfeindlichkeit. Von wem reden wir eigentlich, ja? Und das ist immer noch in der Süddeutschen, das ist immer noch im öffentlichen Diskurs und es ist in der Tagesschau. Und insofern, da ist, glaube ich, einfach noch, es muss noch tiefer rein in die Köpfe. Es ist in einer gewissen politischen Korrektheit ist es drin. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem raus aus dem, das ist halt dann auch, ich weiß nicht, ob es in der Bild-Zeitung drin ist. Ja? Und wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber was die Bild-Zeitung mit Griechenland macht, ja, also ich möchte irgendwie keine, also das ist ja grauenhaft, ja, das ist ein Labeling nach dem anderen, was da gerade passiert. Und ich denke, wie gesagt, das ist in einer gewissen, und da ist was passiert, das ist richtig, das war vor 2-3 Jahren noch ganz, ganz anders, ja, muss man auch sagen. Aber haben wir ja schon, es ist ein langer Weg und um den sollte es ja dann heute auch mitgehen. Also ich würde mal sagen, darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht, weil wenn ich jetzt als Schülerin 5 Wochen zu spät meine Hausaufgaben abgebe und die auch nur zur Hälfte gemacht habe, dann wird mir niemand dafür Applaus spenden. Und da kriege ich auch keine 1 mehr. Und ich glaube, das ist sowas, da geht es auch gar nicht darum, dass die jetzt alle böse sind oder so. Ne? Das sind so, ich finde, es geht einfach darum, Hausaufgaben machen, es gibt Untersuchungen, es gibt alle mögliche Literatur und so weiter. Es ist Zeit, mach deine Hausaufgaben fertig. Und wenn du die nur halb gemacht hast, hast du Pech gehabt. Dann wird dir gesagt, hast du nur halb gemacht. Leb damit, lerne, mach deine Hausaufgaben das nächste Mal besser. So einfach ist das und da ist gar nichts negativ oder böse oder irgendwie sowas. Und die Welt ist deswegen auch nicht grausam, grundsätzlich permanent durch und durch in schwarz, weiß oder sonst was, ja, wie es dann so gelabelt wird, sondern das ist einfach so. Mach deine Hausaufgaben, fertig. Ganz einfach, mehr ist nicht. Genau.
Ja, ne, also ohne einen bestimmten Optimismus würden wir, glaube ich, diese Arbeit gar nicht machen oder uns das gar nicht antun wollen, so, ne? Oder auch ohne irgendwie, klar, die Beziehung zu den jungen Leuten, die wir haben, irgendwie das Interesse daran auch, dass sie sich empowern und irgendwie zusammentun mit anderen und so weiter. Und natürlich dem Denken, dass irgendwas veränderbar ist. Wenn wir das nicht hätten, dann bräuchten wir nicht, auch nicht drüber reden. So. Das Problem ist halt immer, dass es auf die Kosten von Betroffenen geht, diese Veränderung. Dass es krasse Kämpfe bedeutet, damit mal so ein Wort wie Critical Whiteness irgendwo auftaucht oder damit mal irgendwie antimuslimischer Rassismus. Ich rede auch nicht von Islamophobie, so, ne? Ich rede von Rassismus, so, dass das mal irgendwo auftaucht. Und auch unter MedienmacherInnen, was die in den Redaktionen für Kämpfe haben, um überhaupt mal irgendwie einen Beitrag reinzukriegen, kriege ich auch bei Freunden mit, so. Also das ist immer wieder ein Kampf und das ist immer wieder anstrengend, ne? Also sozusagen die Betroffenen selber sind der Motor dafür, dass dieser fette, schwere Stein irgendwie in Rollen kommt, so, ins Rollen kommt. Dankeschön. Ich würde sagen, also im Hinblick auf die Zeit, dass ich noch mal ein, zwei Meldungen aufnehme und ich sehe hier vorne eine Frage. Ja, danke sehr. Ich würde gerne eine Anmerkung machen. Es ist ja natürlich ganz oft der Begriff Rassismus gefallen, ne? Auch in Bezug im Kontext auf Islam und Islamophobie. Aber der, ich will mal sagen, der zweite wichtige Begriff, der dazugehört, ist nicht so oft gefallen oder so gut wie gar nicht, Klassismus. Das kann man nicht, das eine kann man nicht ohne das andere denken. Um jetzt meine Vision zum Beispiel darzustellen, wie sie auch kurz gemacht wurde. Also meine Vision wäre jetzt, in ein Land zu leben, in der Herkunft keine Rolle spielt. Ja? Und dann wäre das erste Zeichen dafür, das Gymnasium abzuschaffen. Ne? Also das meine ich ernst. Ja? Also wenn wir Rassismus und Klassismus als sich gegenseitige stärkende Größen ernsthaft bekämpfen wollen, dann müssen wir da auch ernsthafte Zeichen setzen. Das ist soweit von mir. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage an das Podium? Okay, dann würde ich an der Stelle gerne das Podium schließen und auch gleich einen Ausblick geben, was es sonst noch alles gibt. Doch zuerst ein großes Dankeschön an euch, dass ihr heute gekommen seid und eure Perspektiven geteilt habt. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, um generell Danke zu sagen. Und dafür wird Christina gleich nochmal einen Hinweis geben, wo von Seiten von Wings and Roots Danke zu sagen ist. Briefly, before we release everyone into the evening to enjoy the rest of the space, we want to acknowledge that we could never have developed this website on our own. We can't name everyone because there have been so many people who've given input and support and feedback. So please take a minute and applause all these organizations who have been part of creating the possibility for sharing a different kind of history, discussing these topics in a new way. And then we're going to talk about all the volunteers. But first of all, all the organizations, thank you so much. Many of you are in the room. Next of all, here's the list of collaborators who actively contributed to this website being built. That's because almost, I would say, 95% of the work was done unpaid. So many people who are sitting in the room deserve an extra special thanks. Many of us haven't slept very much for the last few weeks. Thank you to you. You know who you are. We really appreciate everything that you've put in. It would not have been possible to be here without you, so thank you. And thank you also to all the other people who contributed. Again, it's such an incredible testament for the need for these stories to be out there, for the history to be discussed in new ways, and we hope it's just the beginning. So thank you for everything.